So, eine Minute. So we can start at any time, or do you give me a sign? It's, I think. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, gemeinsam mit Teamchef Franco Foda und gemeinsam auch mit David Alaba begrüße ich euch zur Pressekonferenz aus dem Teamhotel des österreichischen Nationalteams hier in Bukarest. Ja, morgen geht es im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine um den erstmaligen Einzug in ein MM-Achtelfinale. Daher gleich die Frage an den Teamchef, was denn für ein Spiel morgen auf beide Mannschaften zukommt und ja, wie auch die ukrainische Mannschaft zu charakterisieren ist. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich glaube, die Ausgangssituation ist für beide Mannschaften klar vor dem Spiel. Wir müssen gewinnen, wenn wir Zweiter werden wollen. Und das ist unser Ziel, unsere Intention. So werden wir auch das Spiel anlegen von der ersten Minute an. Ansonsten sind Gott sei Dank alle Spieler fit, bis auf Tino Lazaro. Julian Baumgartlinger hat auch wieder mit der Mannschaft trainiert. Also insofern können wir fast aus dem Vollen schöpfen. Wir freuen uns auf das Spiel. Wir haben jetzt ein Finalspiel und ja, wir werden alles tun, alles unternehmen, um dieses Spiel für uns zu entscheiden. David, was wird jetzt die Mannschaft morgen versuchen, auf den Platz zu bringen und was spricht dafür, um das große Ziel erreichen zu können? Ja, ich glaube, dass wir die Sachen auf den Platz bringen wollen, die wir sicherlich im ersten Spiel gesehen haben, phasenweise auch im zweiten Spiel, also die positiven Szenen, aber auch die Dinge, die wir analysiert haben. Und ja, wir kennen ihre Stärken, wir kennen aber auch ihre Schwächen und diese wollen wir natürlich auch ausnutzen. Danke, David. Wir starten jetzt mit euren Fragen, liebe Kollegen, und wir starten mit Christian Hackl. Er wird uns gleich zugeschalten. Ich? Ja, Christian, jetzt hören wir dich. Okay. An den Teamchef. Herr Teamchef, können wir einmal mit der Tradition brechen und Sie sagen vor einem Match zum Beispiel, dass Marko Arnautovic in der Startelf steht? Können wir tun, er wird spielen. Super. Gut, danke. Die nächste Frage von Ilya Kratzow. Ilya Kratzow with the next question. Дякую. Моє питання таке. Согласны ли вы с тем, что бывают матчи, которые изначально проигрывает именно тренер, и в этом случае от команды уже не так уж много зависит? Было ли такое в вашей карьере? Это первый вопрос. И второй вопрос. Знаете ли вы какие-то другие команды из Украины, кроме «Шахтера» и «Динамо»? Спасибо. Sie fragen mich? Ja, natürlich kennen wir die Spieler der Ukraine und wir kennen auch außer Dynamo Kiew und Donetsk. Ich habe selbst einmal mit meinem alten Verein auch in Kharkiv gespielt und also insofern sind wir auch über die Liga in der Ukraine gut informiert. Wir fahren fort mit Emmanuel Barangay. Hello, this is a question for the coach, please. I'd like to ask you a special question about the speeches. I would like to ask you two things, please. What means the speech before the game to you? How important it is for you? And please, will you be kind enough to share with us one speech you did once with Austria or with another team that you think helped
your team to win or help a player just by your words, you succeed to help a team or a player? Thank you. Ja, vor einem Spiel gibt es ja mehrere Ansprachen beziehungsweise auch Besprechungen. Das fängt ja eigentlich schon 2-3 Tage vor dem Spiel an. Das Erste, was man dann auch den Spielern mit auf dem Weg gibt, ist die Analyse des Gegners. Wo liegen ihre Stärken und Schwächen? Was ist unsere Strategie? Was ist unser Spielplan? Und dann ist eigentlich nur noch eine kurze Ansprache im Prinzip vor dem Spiel, so 2 Stunden vor dem Spiel. Da gibt es dann auch die Mannschaftsaufstellung. Dann wird den Spielern mitgeteilt, wer auch spielt, unsere taktische Ausrichtung, wie wir im Spiel gegen den Ball agieren und auch in dem Spiel mit Ball. Und kurz vor dem Spiel gibt es dann oft noch eine kurze Motivationsansprache, kurze Rede, manchmal auch in Verbindung mit einem Motivationsvideo. Und dann ist die Mannschaft bestens vorbereitet und auch top motiviert. Die nächste Frage hat Albert Schewalenko. Hören Sie mich? Ja, wir können Sie hören. Ja, guten Tag. So, Herr Foder, meine erste Frage, wie schätzen Sie ein die heutige ukrainische Nationalmannschaft? Was denken Sie über unseren Team? Und ergänzend noch eine Frage zum Spiel von Graz gegen Metalist Charkow im Jahr 2009. Haben Sie vielleicht irgendwelche besondere Erinnerungen über die damaligen Spiele? Vielen Dank. Ja, 2009 habe ich sehr gute Erinnerungen, weil wir sind als Außenseiter in das Spiel gegangen und konnten uns dann für die Europa League Gruppenphase qualifizieren. Das war ein wunderbarer Moment. Und zu der ukrainischen Nationalmannschaft, ja, sie haben sich jetzt auch unter dem Trainer in den letzten Jahren extrem entwickelt. Sie sind vor allen Dingen auch gut im Umschaltspiel, individuelle Klasse mit Malinowski, mit Jamolenko, mit Jaremczuk, um nur einige zu nennen. Also da gibt es einige Spieler, die große Qualität haben, vor allen Dingen auch im Spiel in der Offensive. Aber jede Mannschaft hat auch ihre Schwächen und die haben wir auch besprochen, analysiert. Und jetzt gilt es einfach, morgen dann auch die Schwächen des Gegners auszunutzen. Peter Klöbel hat die nächste Frage. Du kennst ja so ein Finalcharakterspiel von 2016. Wo liegen jetzt die Unterschiede zu damals und was stimmt dich jetzt zuversichtlich? An mich? Mhm. Ja, also uns ist allen natürlich bewusst, dass es einen Finalcharakter hat, dieses Spiel. Wir wollen natürlich das Spiel für uns entscheiden, um Geschichte zu schreiben. Das ist ganz klar, was die Unterschiede liegen. Ist, glaube ich, jetzt nicht so einfach zu sagen, aber man sieht, glaube ich, ganz gut, dass wir eine Mannschaft sind, die eine wirklich sehr, sehr gute Stimmung hat, wo der Teamgeist wirklich stimmt. Darüber hinaus so viele Spieler sind, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielen und einfach die Erfahrungen mitbringt. Und das kann man, glaube ich, in dieser jetzigen Mannschaft sehr gut sehen. Gibt es eine weitere Frage, Peter? Ja, eine noch. Da ist ein bisschen eine Fangfrage, David. Wo würdest du lieber Geburtstag feiern? Bei der Mannschaft oder bei der Familie? Dieses Jahr bei der Mannschaft. Danke. Gerne. Andreas Felber mit der nächsten Frage. Er sieht mich und er hört mich. Ja, Teamchef Franco Foda und auch an David die Frage. Sie haben gleich zum Christian Hackl gesagt, Marco wird spielen. Wirklich überraschend, dass Sie uns das heute schon sagen. Jetzt gleich die Frage an Sie und auch an David. An Sie, warum heute schon diese Offensive Markovic spielen und was soll, was kann, was wird er bewirken? Was bedeutet das auch für die Ausrichtung? Und David, was bedeutet es für dich, dass Marco von Beginn an spielt? Ja, wir haben uns festgelegt, dass Marco von Anfang an spielen wird und wollten das auch heute kommunizieren. Der Gegner kann sich jetzt zwar damit auch beschäftigen und vorbereiten, nichtsdestotrotz sind wir froh, dass Marco wieder spielen kann. Und nur darf man nicht den Fehler machen, jetzt alles, dass wir nur
abhängig sind von Marco. Marco hat klar seine individuelle Klasse im Spiel. Das wissen wir. Das hat er ja schon oft genug auch bewiesen, auch beim Nationalteam. Trotz allem gilt es einfach, die Verantwortung, dass mehrere Spieler im Spiel dann auch die Verantwortung übernehmen. Wir müssen einfach im Spiel nach vorne klarer werden. Wir hatten im Spiel gegen Holland bis zum Strafraum sind wir gut durchgekommen, hatten eigentlich über beide Strecken gutes Positionsspiel, aber dann in der letzten Zone hat uns ja der finale Pass gefehlt, Tiefgang gefehlt. Wir haben die gegnerische Verteidigung zu wenig attackiert und das müssen wir besser machen. Christian Adam mit der nächsten Frage. Also ich glaube, der wollte von mir auch noch was wissen. Ja, dass Marco, glaube ich, ein wichtiger Spieler für uns ist, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass er diese Qualitäten einfach mit sich bringt, die uns helfen. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und wir wissen alle, dass Marco einfach die Qualität auch besitzt, Spiele zu entscheiden. Und deshalb ist Marco als Person auf dem Platz, aber auch außerhalb vom Platz ein wichtiger Spieler für uns. Jetzt Christian Adam mit der nächsten Frage. Frage an den Teamchef. Sie haben gesagt, im Anfangsstatement von der ersten Minute an will man auf Sieg spielen. Was heißt das für Sie konkret? Was fordern Sie da von der Mannschaft? Was wollen Sie sehen von der ersten Minute an? Ja, wir wollen immer auf Sieg spielen. Also das hatten wir auch gegen Holland vor und wir haben das ja auch gezeigt. In den ersten Minuten waren wir sehr aktiv im Spiel, aber es gibt halt auch immer einen Gegner. Und auch der Gegner hat einen Plan und eine Strategie. Und entscheidend wird einfach sein, dass wir eigentlich mit diesem gleichen Elan, also die Mannschaft hat ja über 90 Minuten wirklich mit viel Leidenschaft auch mit Begeisterung gespielt. Das kann man ihr ja nicht abschreiben, sondern es ging einfach, wie gesagt, in der schwierigsten Zone im Fußball, ja, also so ab 30 Meter vor dem gegnerischen Tor, wo halt die Räume noch enger werden. Da müssen wir einfach noch entschlossener zu Werke gehen. Aber das Ziel oder die Intention von jedem Trainer, von jeder Mannschaft ist es doch immer, Spiele zu gewinnen. Florian Haselmeier. Ja, hallo, an den David bitte. David, du hast angesprochen, das Spiel hat Finalcharakter. Jetzt hast du mit dem Club natürlich schon sehr, sehr viel gewonnen. Welche Bedeutung hat dieses Spiel für dich und welche Bedeutung hat es auch mit dem Nationalteam, diesen historischen Schritt irgendwie zu schaffen in das Achtelfinale? Ich glaube nicht nur für mich persönlich. Ich glaube, oder ich sehe es bei jedem Einzelnen, wie wichtig dieses Spiel morgen für jeden Einzelnen von uns ist. Wir wollen diesen Schritt gehen, wir wollen diesen Schritt auch schaffen, unser Ziel erreichen, unser nächstes Ziel erreichen und mit diesem Ziel natürlich auch irgendwo ein Stück weit Geschichte schreiben. Und das merke ich einfach, wie die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist, die Stimmung bei jedem Einzelnen. Und deshalb ist die Vorfreude in erster Linie riesig auf das morgige Spiel. Die Spannung beginnt auch langsam sich aufzubauen und wie gesagt, jeder Einzelne von uns ist heiß auf das Spiel morgen und möchte da morgen erfolgreich vom Platz gehen. Carmen Dumitru mit der nächsten Frage, bitte. Hello from Pro TV Romania. I want to ask the both of you, how was the last game at Bucharest? And if you are worried about the weather in Bucharest, do you like it? Also ich persönlich bin nicht besorgt. Wir können zwar heute wieder einmal nicht im Stadion trainieren aufgrund der Wetterverhältnisse, aber es ist kein großes Problem. Das ist ein gutes Omen. Auch bei dem ersten Spiel gegen Nordmazedonien konnten wir nicht im Stadion trainieren. Also insofern ist es jetzt auch kein großes Problem. Wir kennen die Alternativlösungen. Wir haben schon in den anderen Stadien auch trainiert. Also insofern ja, stellt jetzt das Wetter kein großes Problem dar. Ich hoffe nur, dass dann auch morgen bei dem Spiel, dass dann auch normale Bedingungen herrschen. Nur kurz hier zur Erklärung, es hat in den letzten Tagen schwere Regenfälle hier in Bukarest gegeben. Dadurch wird eben das Nationalteam in ein anderes Stadion ausweichen, nicht in der Nationalarena trainieren, um eben den Platz zu schonen für morgen. Ilja Kratzow mit der nächsten Frage, bitte.
Ich habe im Wetterbericht nicht gesehen. Deshalb. Питання до Давіда. Ви, як гравець, граєте на дуже високому рівні з досить юного віку. І питання таке, чи є у вас якийсь секрет, як ви долаєте хвилювання перед важливими іграми та важливі ігрові моменти? Як ви це робили, будучи юним гравцем, та зараз? Якісь лайфхаки у вас є? Дякую. Ja, ich glaube, dass Erfahrung sicherlich einen großen Teil dazu beiträgt. Harte Arbeit natürlich auch. Da kommen, glaube ich, viele Faktoren hinzu. Ich habe jetzt bei Bayern München über einen längeren Zeitraum einfach einen Prozess durchlebt, seit sehr jungen Jahren, wo ich, glaube ich, immer wieder mit Druck umgehen musste. Und da lernt man einfach und gewinnt an Erfahrung. Da kommen einfach, glaube ich, so viele Sachen dazu, die dir dabei helfen. Christian Hackl ist der Nächste, bitte. Hört sie mich, ja? Ja, Christian. Ja, natürlich, man hat einen Matchplan. Natürlich wartet man die Entwicklung ab. Aber durch diese Konstellation kann es sein, wenn es eine ausgeglichene Partie ist, man steht nach 70 Minuten steht es unentschieden, dass man dann eher vorsichtig bleibt, etc., weil die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich groß, dass man mit 4 Punkten dabei ist. Also kann dieser Plan, ich habe gesagt, natürlich, wir wollen immer gewinnen, aber kann es da ein Punkt kommen, wo man sagt, lassen wir so, das Unentschieden passt? Ja, das ist keine einfache Frage. Klar, man muss das Spiel beobachten, auch die Spielentwicklung abwarten. Aber eins ist auch klar, es gibt keine Garantie, wenn wir unentschieden spielen, dass wir dann automatisch für das Achtelfinale qualifiziert sind, weil es gibt ja nach unserem Match gibt es ja noch Spiele. Das heißt also, die anderen Mannschaften kennen dann das Ergebnis. Sie wissen dann, wie sie spielen müssen. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Also insofern, wie gesagt, muss man einfach abwarten, wie sich das Spiel entwickelt, welche Momente es gibt. Aber als Trainer hast du klarerweise dann schon auch Einfluss auf das Spiel mit den Auswechslungen. Und aber von Beginn an ist es wichtig, einfach den Fokus auf einen Sieg zu legen. Und wir haben es in der eigenen Hand. Wir können noch den zweiten Platz erreichen. Das ist mal unser erstes Ziel. Und dann muss man alles weitere abwarten, wie auch das Spiel verläuft. Gibt es eine Nachfrage, Christian? Ist alles beantwortet? Ja. Dann fahren wir fort mit Hubert Giegler. Ja, hallo. Grüß euch. Eine Frage an den Teamchef in Anlehnung an die Frage von Christian. Also weiterführend, wie viel Risiko wird die Mannschaft bereit sein zu gehen? Wie viel Risiko wie groß wird die Risikobereitschaft sein? Wie viel wird in dieser Hinsicht auch vom Teamchef verlangt? Frage an beide. Ja, von Anfang an musst du ja auch, jedes Spiel beinhaltet ja Risiko. Also wir haben ja auch gegen Holland mit einem gewissen Risiko gespielt. Ja, wir haben zeitweise früh attackiert. Wir haben, einer von den drei Innenverteidiger hat sich immer wieder mit in den Angriff mit eingeschaltet. Und das ist einfach das Fußballspiel. Also jedes Spiel bewirkt irgendwo ein gewisses Risiko. Und jetzt muss man einfach abwarten, wie das Spiel läuft. Aber wie wichtig wird einfach sein, dass wir von Anfang an halt im Spiel sind, dass wir vor allen Dingen im Spiel gegen den Ball genau diese Aggressivität an den Tag legen, wie auch im Spiel gegen gegen Holland. Und im Ballbesitz müssen wir einfach klarer sein, im Spielaufbau. Wir müssen mit mehr Tempo spielen, schneller spielen, zwischen die Linien oder auch über die Flügel. Und dann entscheiden, wie gesagt, im letzten Drittel, da müssen wir halt zum Torabschluss kommen, ja, und wir wollen gewinnen und dazu benötigt es Tore. David? Ja.
was heißt Risiko? Ich glaube, dass unsere Spielweise jetzt an sich, wie der Trainer schon gesagt hat, etwas Risiko mit sich bringt. Wir wollen den Ball haben, wir wollen Fußball spielen, wir wollen sicherlich auch offensiven Fußball spielen. Und wir haben gegen Holland, glaube ich, mit einer Fünferkette agiert, die sehr hoch gestanden ist, die sehr mutig war. Und das wollen wir natürlich morgen auch sein. Wir wollen morgen mutig sein. Wir wollen diese Mentalität auf den Platz bringen oder mit der Mentalität ins Spiel gehen, dieses Spiel zu gewinnen und für uns zu entscheiden. Und das sollte in erster Linie in jedem einzelnen Kopf von uns sein. Gibt es weitere Fragen an Franco Foda und David Alaba? Dann bitte jetzt um ein Zeichen. Daniel Theissl, bitte. Daniel, wir können dich leider nicht hören. Wir versuchen es noch einmal. Bis wir das technische Problem beseitigt haben, gibt es weitere Fragen von Kollegen? Wenn dem nicht so ist. Ja, ich hätte noch eine Frage. Bitte, Hubert, ja. Im ersten Spiel ist ja durchaus eine Überraschung gelungen mit der taktischen Ausrichtung. Darf man in diesem Spiel auch auf Überraschungen gefasst sein? Ja, warum nicht? Man entwickelt ja gegen jede Mannschaft irgendwo einen Spielplan und das ukrainische Nationalteam spielt etwas anders als auch das holländische Team, als auch als Nordmazedonien. Also insofern gibt es auch schon klar Überlegungen, etwas anders zu agieren. Florian Haselmeier. Das ist jetzt stellvertretend für den Dani Theissl. Der hat mal gesagt, was die Frage war, die er stellen wollte an den David. Und zwar, David, der Passstatistik ist ja bis jetzt sehr ausgezeichnet in dem Turnier. Was ist für dich in dem Zusammenhang wichtig? Auf was schaust du beim Passspiel vor allem? Aus der Position heraus, wo ich die bekleidet habe in den letzten zwei Spielen, wie ich am besten meinen Mitspieler in Position bringen kann, wo der nächste Raum sein könnte oder wo der dritte Pass dann irgendwo landen könnte. Und das sind so, glaube ich, in erster Linie meine Gedanken, wenn ich den Ball abgebe. Emmanuel Barangue mit der nächsten Frage und danke auch für das gelungene Teamwork und die Hilfestellung unter den Kollegen. Excuse me, I would like to ask again a question about Arnautovic, but maybe it's because I didn't understood quite well at the beginning. Did you say he will play tomorrow, or did you say I can't say to you if he will play tomorrow from the beginning? Thank you for repeating, sorry. Er wird spielen. Thank you. Dann, liebe Kollegen, ich sehe keine weiteren offenen Fragen mehr. Ich darf mich bei Franco Foda, bei David Alaba bedanken, bei euch, liebe Kollegen. Und bei uns in Bukarest geht es um 18 Uhr mit dem Abschlusstraining im Stadion Arcul de Triumph weiter. Vielen Dank und bis morgen. Danke.